Man kennt das, Menschen, die einem wieder und wieder versichern, dass sie gerne mehr lesen würden. Man könnte darauf erwidern, dann nehmt euch die Zeit eben. Aber im Grunde steckt hinter dieser Vorstellung, Literatur und das Lesen von Literatur, die Lektüre sei eine Form von Hobby. Das ist sie aber oft nicht. Literatur, auf die es wirklich ankommt, zieht uns in Mitleidenschaft. Sie ist eine existenzielle Herausforderung, die uns beschweren kann und trösten zugleich. Das ist Daseinssteigerung. Und der Inbegriff für solche Literatur heißt Joseph Conrad. Joseph Conrad hat von sich selbst gefordert, jeder Satz müsse seine Rechtfertigung in sich selber tragen. Und sein in dieser Hinsicht mächtigstes Buch ist die Schattenlinie. Das Buch liest sich, als wäre es erst gestern geschrieben worden und wurde doch vor genau einem Jahrhundert publiziert. Man nennt das zu Recht Zeitlosigkeit. Daniel Göske hat die Schattenlinie nun neu übersetzt und er hat den Band mit einem Kommentar versehen, der mehr oder weniger jede Joseph Conrad Biografie ersetzen kann. Joseph Conrad lernte erst mit 19 Jahren jenes Englisch, in dem er später schrieb. Er sagte, man sollte überhaupt erst mit 40 zu schreiben anfangen, weil man davor überhaupt keine Lebenserfahrung hat. Worüber soll man denn schreiben? Er hasste Lyrik, schrieb aber eine Prosa wie ein Lyriker. Wie Nabokov hasste er die Psychoanalyse und verachtete vor allem die Naturliebhaber seiner Zeit, die vom Wiegenlied Gesang des Meeres schwärmten. Denn als Seemann, hat Joseph Conrad auf fast allen Ozeanen der Erde das Meer als ein unheimliches Element erleben müssen. Ein Element, das in seiner Gewalt und Gleichgültigkeit kein Erbarmen mit uns Menschen kennt. So sagt der Ich-Erzähler der Schattenlinie, angesichts des Meeres an einem Punkt, da liegt alles vor mir. Sterne, Sonne, Licht und Finsternis. Der Weltraum, die großen Wasser, das ganze formidable Werk der sieben Tage, in das die Menschheit offenbar ungefragt hineingestolpert ist oder hineingelockt wurde. So wie man mich hineingelockt hat in dieses furchtbare, dieses vom Tod verfolgte Kommando. In der Schattenlinie übernimmt dieser jugendliche Kapitän in Bangkok das Kommando eines Schiffes. Unter Besatzung bricht ein Tropenfieber aus, Cholera, Malaria. Es ist unsicher, das Schiff gerät in eine schwere Flaute, kreist bald nur mehr um sich selbst. Der erste Offizier namens Burns wird todkrank, liegt unter Deck und lebt in dem Wahn. Der Vorgänger des jungen Kapitäns, ein sehr alter Mann, hätte kurz vor seinem Tod das Schiff und die Mannschaft verflucht. Und zwar derart verflucht, dass er dafür sorgt, dass das Schiff, auf dem sich unser junger Kapitän mit seiner Mannschaft befindet, nicht über jene Linie geraten kann, unter dem der alte Kapitän am Meeresgrund begraben liegt. Wie in der Drehung der Schraube, wie also in The Turn of the Screw von Henry James, lässt Joseph Conrad offen, ob diese Deutung nun dem Wahn von Burns geschuldet ist oder sowas für sich hat. Immerhin, Burns kriecht in einem ganz entscheidenden Moment, der sich dann als Moment der Rettung herausstellt, an Deck und verhöhnt mit Gelächter das Gespenst des alten Kapitäns. Und dieses Gelächter ist eine Gebärde der Selbstbehauptung, um die es Joseph Conrad
in der Schattenlinie geht. Die Selbstbehauptung macht aus dem jungen Kapitän einen Erwachsenen. Er überschreitet die titelgebende Schattenlinie zwischen Unreife und Alter. Die Probe der Selbstbehauptung hat Joseph Conrad selber Tag für Tag am Schreibtisch selber erleben müssen. Satz für Satz. Pausenlose Selbstzweifel. Die Qual der Arbeit. Um das zu erfahren, braucht man jedoch kein Schriftsteller zu sein. Wie der junge Kapitän selber an einer ganz bestimmten Stelle sagt, ich trug einen wahren Tumult aus gequälter Lebenskraft in mir herum. Ein Gemisch aus Zweifel, Verwirrung, Selbstvorwürfen und dem unbestimmten Widerwillen, mich der scheußlichen Logik der Lage zu stellen. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass ich nichts zauge. Doch muss man seinen Fehlern, seinem Gewissen und all dem Kram die Stirn bieten. Wogegen sonst soll man kämpfen? Und darum begibt sich der junge Kapitän und der Erzähler am Schluss unverzüglich wieder auf See. Mir ist überhaupt nicht nach Arbeit zumute, schrieb Joseph Conrad einmal. Und trotzdem muss ich weitermachen und werde ich weitermachen, wann immer es geht, auch wenn es nicht geht. Die Weltliteratur hat wenig zu bieten, was meines Erachtens ermutigender wäre als Joseph Conrad. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video mögt, dann bitte ich euch, Literatur ist alles, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Kommentare und Meinungen eurerseits sind immer herzlich willkommen. Lest auch ruhig meine Bücher im Karl Hanser Verlag, das Buch der Bücher für die Insel und eine Weltgeschichte in 33 Romanen. Weitere Videos von mir stehen nebenan, warten auf euch und kommen sofort. Bis gleich.